Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Transport Fever Nummer 2, noch im Hauptmenü, aber wie schon angekündigt, gehen wir jetzt mal in ein freies Spiel über. Ich weiß gar nicht, wo die Musik hin ist, aber egal. Und dazu gucken wir uns auch mal an, was uns dort zur Verfügung steht. Also wir haben drei Klimazonen, Klima, gemäßigt, trocken oder tropisch. Also tropisch ist auf jeden Fall eine Insel, kann ich euch schon sagen. Ich habe übrigens jetzt sehr große Karte. Trocken ist, ja, glaube ich, auch eine Ebene, ne? Auch, ja, mit Flüssen. Ich würde aber tatsächlich in die gemäßigte Region gehen. Karte können wir danach nochmal generieren. Und dann sagen wir mal, wir nehmen eine große oder sehr große Karte. Ja, 1 zu 3 Format, so länglich, aber wir machen mal 1 zu 1. Städte mache ich sehr hoch. Also sehr viele Städte sind 27 nur, in Anführungsstrichen. Ihr werdet gleich sehen, die Karte ist wirklich nicht gerade klein. Und dann Industrien hoch. Sind 172 Industrien. Ist schon viel. Mittel. Wie fahren wir da? 129. Komm, wir machen mal hoch. Ist ja egal. Und dann suchen wir uns mal eine Karte aus. Ich würde gerne eine haben mit vielleicht ein paar mehr Abzweigungen vom Fluss. Nehmen wir das hier. Nehmen wir Ditter. 27 Städte, 172 Industrien, 16x16 Kilometer. Läuft. Sehr schön. Dann können wir uns noch Fahrzeugtypen auswählen. Also Europa, USA oder Asien ist immer, also vorher eingestellt, je nachdem, was ihr für eine Klimazone nehmt. Europa ist für die gemäßigte Zone, USA für die Wüste und Asien für die Tropen. Dann gehen wir in das Startjahr 1850, würde ich sagen. Wir fangen von ganz vorne an und gucken mal, wie weit wir durchkommen. Schwierigkeit, ja, Mittel einfach schwierig und sehr schwierig. Ich habe jetzt einfach mal auf Mittel gestellt. Dann können wir auswählen, wie viele Gütertypen pro Stadt quasi geliefert werden müssen. Ich glaube standardmäßig, weiß ich gar nicht, ob bis zu 4 ist oder 2. Ich mache einfach mal bis zu 4. Dann Häufigkeit von Industrieschließungen, selten, niemals, manchmal, oft, sehr oft. Ja, lassen wir einfach mal selten. Und mit angestrebter Industriedichte kann ich leider noch nicht viel sagen, was das ist. Für einen Vorteil oder Nachteil hat. Werden wir vielleicht mitbekommen. Gut, dann drücke ich auf Start und sage bis gleich, denn Ladebildschirm werde ich euch mal wieder ersparen. Haben wir noch Einstellungen? Können wir nicht machen. Okay, gut, dann bis gleich. Und damit willkommen zurück im freien Spiel. Versorge die Welt mit der nötigen Verkehrsinfrastruktur und mache mit Transportdienstleistungen ein Vermögen. Lasse Züge über Schienen rollen, Busse und LKWs auf den Straßen kurven, Schiffe durchs Wasser gleiten und Fahrzeuge in den Lüften schweben. Befördere die Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen, liefere die benötigten Güter in die Städte und lasse damit die Städte wachsen und gedeihen. Falls du Hilfe benötigst, Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Ach, Joden. Gut. Damit willkommen. Ja, hier sehen wir mal die kleine Karte. Ist krass. Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Auswahl und gucken mal, wo es uns als erstes hin verschlägt. Erstmal kommt ein Tipp, der nicht von mir ist, sondern den ich irgendwo gelesen habe. Also aktueller Kontostand 5 Millionen. Allerdings sind diese 5 Millionen nicht unser eigenes Geld, sondern Darlehen. Deswegen, um sich am Anfang ja Zinsen zu sparen, die man zahlen müsste, werden wir ein wenig zurückzahlen. Wurde empfohlen, so auf 2 Millionen zu gehen. So, das war der Tipp, den ich mir angeeignet habe. Und der Rest kommt dann jetzt von mir selber. Ich habe mir erstmal gedacht, wir versuchen uns erstmal an dem ÖPNV, möchte ich mal sagen. Also öffentlicher Personen- und Nahverkehr. Das bedeutet, wir werden erstmal versuchen, uns eine große Stadt auszusuchen. Ist, glaube ich, hier gewesen, genau. Können wir sortieren, ja. Eikelo. Und werden dort mal gucken, dass wir irgendwie die Menschen erstmal hin und her transportieren. Wir können trotzdem mal gleich gucken, so industriemäßig, ob man das hier überhaupt anbinden könnte. Also versorgen könnte. Anbinden sowieso nicht. Also hier wäre gut. Da müssen wir das allerdings in Öl umwandeln. Und das haben wir da oben. Okay, ist relativ weit weg. Spechtsbrunn. Location sehr gut, weil am Wasser. Aber versorgungstechnisch auch eher eine Katastrophe.
Ja, also nicht nur eher, da hinten hätten wir mal eine Industrie, die passen würde. Borg Lichelow? Lellichow? Holz. Könnte man hier durchsemmeln, dann dahin? Obwohl. Ja, und dann braucht man noch Eisen. Okay, das würde theoretisch sogar funktionieren. Also ist alles halbwegs in der Nähe. Was haben wir noch? Teferot. Ja, ich bin auch dabei beim Plan. Tut mir leid. Mann, so industriemäßig ist das aber echt eine Katastrophe hier. Da ist überhaupt nichts in der Nähe bei den großen Städten. Guck mal, hier könnte man... Über das Schiff, also über Wasserweg zumindest von da nach da kommen. Jetzt müsste man das hier allerdings mit Steinen versorgen und Steine gibt es ja einfach überhaupt nicht in der Nähe. Oh, ist das schlimm. Neuenhausen. Haben wir hier. Ja, wunderbar. Da fehlt aber auch die Grundindustrie. Boah, das ist ja hier alles richtig beschissen. Sorry für den Ausdruck. Neun. Blumenhagen. Naja. Borg Lichelow? Lellichow hat sogar schon Anbindung an Verkehr. Wie denn das? Ich habe noch gar nichts gesetzt. Guck mal, die haben 212. Oh, dafür sehr schlecht. Achso, weil wahrscheinlich überall Stau ist. Ja, das muss ich wahrscheinlich erstmal normalisieren. Das ist natürlich super ärgerlich. Dass hier keine der großen Städte auch nur ansatzweise eine Anbindung hätte. Also ich meine, das Gute ist, dass die großen Städte mehr oder weniger alle am Wasser wohnen vor allen Dingen. Wasser gelegen sind. Außer das Ding, aber das könnte man mit Terraforming später noch ändern. Sodass man hier mit einem Schiffsverkehr auch arbeiten könnte. Was ich noch nicht machen will. Ja, ich weiß. Dankeschön. Das ist alles super, super blöd. Ja, hier hinten sind sowieso nur die kleinen Städte. Hörselgau. Hier unten haben wir gar nichts. Hier, super. Perfekt. Zack, zack und danach Schammerau. Aber Schammerau hat 115 Einwohner. Boah. Boah. Oh, hier wäre sogar alles da. Holy shit. Ne, ernsthaft, hier würden wir wirklich Schammerau komplett machen können. Pass mal auf, wir starten erstmal in... Keine Ahnung. Ich würde gerne in Schwechtsbrunn anfangen. Und in Jagel. Eine Verbindung? Nee. Was ist hier die nächstgrößte Stadt? Neuschlagsdorf. Teferoth war auch relativ groß, ne? Wir starten mal mit den beiden Städten hier. So. Jetzt ist die Frage, mit was starten wir? Starten wir mit Tram oder starten wir ganz normal mit Pferdekutschen? Ich will mal ganz kurz gucken. Gibt es überhaupt schon Trams? Achso, nee. Ich hätte gerne grobe, eine generelle Übersicht. Weil nicht, dass ich jetzt hier eine Tram baue und wir überhaupt noch gar keine Tram haben können. Ja, ist egal. Wir starten mal mit einer Tram rein. So, die würde ich mal hier hinten hinsetzen, weil die Verbindung würde ich sowieso gerne machen irgendwann. Drum Station. Dann setzen wir... Jetzt mal erstmal gucken, wo hier die Gebiete sind. Also, wir starten mal hier. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier hinten durch. Ich mache mal ein paar mehr Tramstationen. Hier. Dann hier.
Und abschließend würde ich sagen, hier vorne. So, dann müssen wir das Ganze nur mit Tramgleisen verbinden. Also, wir gehen den Weg hier lang. Oh. Hier runter. Hier lang. Da lang. Hier die lange Strecke. Hier die lange Strecke. Dann geht's wieder zurück. Und dann so. So, jetzt hätten wir auch erstmal gucken können, ob es überhaupt Fahrzeuge gibt. Ja, gibt eine Pferdebahn. Okay. Gut, dann machen wir die erste Linie. Ich hoffe, ich habe alles richtig gebaut. Nein, das hier ist Quatsch. Da müsste eigentlich vorbei sein. Ja, und das ist auch Quatsch. Kann ich denn... Man konnte doch auch Wegpunkte setzen, oder? Wie kann ich denn das verändern? Okay, dann müssen wir es leider anpassen. Ich weiß gerade nicht, wie man... Ich weiß, man kann irgendwie Wegpunkte setzen. Ich weiß aber nicht, ob das auch für Linien gilt. So, das nennen wir erstmal um. Und zwar in Tram Jagel. Oder, warte mal, machen wir Jagel Tram. So. Erlenweg, Ulandstraße, Kapellenweg, Mozartstraße, Mittelweg und Mühlenweg sind die Stationen, welche wir anlaufen. So, dann holen wir uns, würde ich sagen, mal... Ja, keine Ahnung. Wir machen mal vier, machen mal drei erstmal am Anfang. So, ihr dürft hier Jagel Tram abfahren. Dann machen wir das Ganze hier hinten auch in Teferoth. So, wir starten erstmal mit den normalen Wegpunkten. So, jetzt sagen wir, hier fangen wir an. Da lang, da lang, da hinten lang, hier und hier oben. So, dann zack, zack, geht's hier runter, hier runter, hier lang. Hallo? Okay, hat irgendwie gerade gesponnen. Zack, zack. Zack. So, haben wir alles verbunden? Ja. Da brauchen wir nur noch eine Anbindung. Die würde ich mal hier hin... Ja, obwohl, das ist ein bisschen lang. Setzen wir die Tramstation da hinten hin. Oder das Tramdepot. So, einmal drehen. Rangesetzt. Neue Linie. Neue Linie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hervorragend. Wie heißt der Ort hier? Ich habe vergessen, wie der Ort heißt. Ach, da steht's ja. Teferoth Tram. So, auch hier kaufen wir uns dreimal die Pferdebahn. Oh, halt zuweisen. Teferoth. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Verbindung zwischen Teferoth und Jagel. Boah, Borglellichow ist auch nicht weit weg. Warte mal, ist eigentlich diese Station rein für Tram oder ist das egal? Hier kann beides halten, ne? Warte mal, dann machen wir es jetzt nämlich so. Wir machen hier unten in Borglellichow nämlich auch nochmal eine Tramstation. Also nicht eine Tramstation, sondern hier so eine Linie. Ah, ja, wir starten einfach hier hinten. Ist egal. So, 1, 2, 3, 4. Drehen. Aber die Stadt wächst ja auch noch. 5. 6 wahrscheinlich. Ja. So, berg
Anzeiger. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wo hier gedreht wird. Müssen wir mal gucken. Zack. Und Tramstation da hinten hin. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das alles gut ist, was ich hier mache, ne? Können wir hier unten ansetzen. Learning by doing nenne ich diesen Prozess gerade. Werden wir sehen, ob das gut ist. So, kann ich hier diesen Overlayer mal bitte wegmachen? Achso, ja, der geht ja automatisch so. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sehr gut, da unten wird auch gedreht. Borg Lelicho Tram. Oh, das ist ein Wort zu viel. Ne, Buchstabe zu viel. Tram. Fahrzeuge kaufen. 3 Stück. Halt zuweisen. Borg Lelicho Tram. So, haben wir. Dann gehen wir nochmal hier hin. Straßenfahrzeugdepot. Ja, können wir auch woanders hinbauen. Sollte man aber auf jeden Fall außerhalb hinsetzen, weil... wegen der Emissionen. Kann ja auch einen Arsch der Heide bauen. Ich brauche eh zwei. Setz den mal hier hin. Also wie gesagt, ein bisschen außerhalb und das Ding... Nein, wir hier hinten hin. So, neue Linie. Und zwar, und jetzt würde ich gerne gucken, wo die Menschen wohnen. Kapellenweg. Rosenstraße. Ach ja, das ist ja Quatsch. Kapellenweg. Also Kapellenweg, Rosenstraße. Und zwar ist das Jagel. Wie heißt die andere? Teferrot. Teferrot. Bus. Neue Linie. Kapellenweg. Oh, das ist ein sehr langer Weg. Und bis hierhin. So, Jagel. Borg. Lelicho. Oh Gott. Ja. Okay, jetzt holen wir uns, würde ich sagen, 5 Busse. Oh, diese Pferdewagen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich effektiv wird. Wir testen es einfach mal. Wir holen uns mal 5. Jagel Teferrotbus. Nochmal 5. Quatsch. Oh. Oh, habe ich jetzt das Richtige gekauft? Jagel Lelicho. Zack. Will mal ganz kurz gucken, ob das richtig war. Erstmal muss ich die Strecke noch ganz kurz umbenennen. Bus. So. Jagelborg. Straßenfahrzeug. Ja, seht ihr, das ist nämlich das Falsche. Scheiße. Sorry, die waren alle verkehrt gekauft. Müssen wir leider nochmal löschen. Und jetzt Jagel, also hier oben nochmal. So, jetzt auch die richtigen kaufen. Jagel Teferrot. So, jetzt müsste es aber passen eigentlich. Ja, 5 da, 3 da, 3 da, 3 da. Okay, dann starten wir rein. Können wir gleich mal die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Also muss natürlich erstmal alles ein bisschen wachsen. Ist uns natürlich klar. Mann, schade, dass hier keine Fabrik in der Nähe ist. Also klar, wir könnten mit dem Schiff von hier nach da und dann die Steine nach Jagel bringen. Ob das so funktioniert.
Kiek mal, da werden schon die ersten Wohnungen gebaut. Oh, Kiek mal, 243. Eieiei, wie geil. Okay, Jage läuft. Können wir das hier anpinnen? Ich würde es gerne mal so als Übersicht einfach nur kurz haben. Teferot. Bisschen unübersichtlich, sorry. Dafür. Und Borg Jellichloh. Oh, einfach hier drunter kurz. Wie gesagt, bisschen unübersichtlich jetzt. Aber wir sehen schon, da steigen die Nachfragen. Also Borg Lellichow ist dasjenige, welche hier richtig gut läuft. So, 1,22. Ich hoffe, dass wir Plus machen. So, in Jagel fehlt es auf jeden Fall an Arbeitsplätzen. Zack, noch mehr Einwohner. Sehr, sehr viele Passagiere hier. 14 Stück. So, da sind schon die ersten Busse unterwegs. Ja, mit 4 Passagieren. Kann ich sagen, nächster Punkt, bitte? Du hast 4, du hast zum Beispiel auch 0. Du kannst auch nochmal drehen. Also 4, 4, 4. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt den nächsten Punkt nimmt. Ich bin gerade ein bisschen unsicher, wo der lang fährt. Grüner Weg. Wo sind die anderen Dinger? Hier. 4, 2, 1. Fehlen aber mindestens schon mal 2 Fahrten. Ach, hier, die sind beide vorne schon. Krass. Ja gut, erste Route ist natürlich schlimm. Aber Kiek mal 20. Das sollte also gehen. Und hier Anzahl 252, 224, 239. Sehr, sehr gut. Gut, finanziell sieht es noch nicht wirklich blendend aus, aber kriegen wir hin irgendwann. Kann man von Jagel noch woanders hin? Nee. Von Teferot könnte man noch. Teferot kann man noch nach Blumenhagen. Spechtsbrunn ist leider zu weit weg. Man könnte noch von Borg Lellichow nach Kontwig. Aber das ist jetzt auch nicht so die krasse Entwicklung. Ja, leider kriegen wir hier keine Brote so schnell. Wie gesagt, bestes ist immer noch das hier hinten. Schammerau. Wir können natürlich hier mal versuchen. Also was heißt versuchen? Wir können hier mal eine Station, also eine Brotversorgung machen. Gucken, wie weit das geht. Erstmal setzen wir uns auf die andere Seite. Okay, das geht auch relativ weit. Dann hier ist eigentlich egal, weil hier muss es relativ zentral sein, weil es ja dann weitergeht. 117.000. Brauchen wir auf jeden Fall mal richtig Geld. So, und dann muss es zu Menschen, die auch davon was haben. So. Ja, Fahrzeugdepot können wir eigentlich hier daneben stellen. 31. Ja, ist aber relativ billig. So, dann machen wir eine neue Route. Und zwar... Da muss ich jetzt mal gucken, ob das so funktioniert. Und zwar Backwaren. Und jetzt muss ich wissen, wie der Ort heißt. Ach, da steht jetzt Schamerau. So, neues Fahrzeug. Pferdekutschen transportieren alles, das ist sehr gut. Ich würde sagen, wir nehmen 10. Oh Gott. Und ihr geht bitte alle die Backwaren machen. So. Jetzt lass hier bitte... Ja, Getreide kommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, die Tram macht leichten Plus. Leichten Plus. Leichten Plus. Sehr gut. Wie sieht's
sieht's hier hinten aus? Sehr viel Plus. Also sehr viel, ne? Sehr gut. Wie viel 10.000 kriege ich für die Transporte hier? Alter. Ich krieg für einen beförderten Passagier wie viel? 2.566. Okay, das könnte sich auf Dauer doch sehr lohnen. 900? Achso, ja, das ist hier der andere. 4.000, 5.000. Sehr gut. Ja, und jetzt können wir mal so ein bisschen nachjustieren. Also da, wo beispielsweise noch ein paar normale Fahrzeuge fehlen. Ah, 5, 3, 5. Ja, ihr wollt alle woanders hin, in die anderen Städte. Sitzt hier auf... Ne, wo haltet ihr denn eigentlich? Doch, hier, 17. Hier ist jetzt wegen Emissionen wahrscheinlich, wa? Ja. Könnte an dem, an den Fahrzeugen hier liegen. An den Pferdekarren. Aber guck mal, Kontostand geht hoch. Und das ist das Wichtigste. Alter, hier ist noch richtig viel los. Teferot Tram, 22 Leute warten. 12 Leute. Ja, wir können hier noch eine vierte Tram uns holen. Ich denke, die würde sich hier auf jeden Fall lohnen. Sehr schön. Also, der Start ist gemacht. Wir gucken mal, dass wir hier, ja vor allem hier auch, kriegen wir schon den ersten Bug waren. 3, 2, 2, 2... 2, 2, 2, 2, 2. Ah, okay, also aus 4 Dingern mache ich... Ach, hier steht es ja auch, aus 4 mache ich 2. Okay, na dann wissen wir doch, wie wir es machen. Dann müssen wir es leider doch nochmal ein bisschen aufteilen. Da muss ich die Route noch mal ein bisschen verändern. Machen wir aber in der morgigen Folge, würde ich sagen. So, wie gesagt, Start ist gemacht. Ich bin erstmal zufrieden. Einnahmen sollten nach oben gehen. Und ja, dann warten wir mal ab, was so der Zahn der Zeit uns an neuen Technologien und Fahrzeugen bereithält. Ne? Bis dahin, meine Lieben. Haut rein.